Freunde und willkommen zu einem neuen Guide bei The Witcher 3 Wild Hunt. Und zwar zeige ich euch, wie ihr fast an zwei komplette Sets kommt. Und das im einen Spot: einmal die überlegenen legendären Bärenhandschuhe, verbesserte legendäre Katzenhandschuhe, überlegene legendäre Bärenhose, verbesserte legendäre Katzenrüstung, überlegene legendäre überlegene legendäre Katzenrüstung, dann überlegene legendäre Bärenstiefel. Und zwar sind wir hier am Schnellreisepunkt Galgenhügel. Ich zeige euch das jetzt nochmal auf der Karte. Bin jetzt genau hier. Hier habe ich das schon markiert. Hier ist ein Monsterlager, da müssen wir jetzt hin. Los Geralt, hüpf mal rüber. Gehen wir hier lang. Hier müsst ihr dann noch so ein paar Banditen abschlachten. Seht ihr hier schon die 3x auf der Karte? Die habe ich dann nämlich schon erledigt, die Spacken. Hat eine große Klappe gehabt. Und das Ganze zocke ich hier natürlich auf Todesmarsch, damit ihr Bescheid wisst. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr das im normalen Spiellauf sucht, werdet ihr das so nicht finden. So, dann gehen wir nämlich hier rüber. Hier ist auch schon das Monsterlager. Hier ist eine Truhe. Da findet ihr eine Kleinigkeit drin, aber ihr müsst natürlich hier in die Höhle hier rein. Am besten rüstet ihr euch mit einer Fackel aus. Geht hier rein. Macht hier die Monster im Lager platt. Geht dann hier hin. Hier müsste dann irgendwo demnach auch gleich die Truhe sein. Genau, hier ist auch noch eine Truhe. Die hatte ich nämlich vergessen einzusammeln. So. Das Steinchen kommt natürlich mit, ist ja klar. Dann gucke ich mich hier nochmal um. Hier war die doch irgendwo. Hier ist auch nochmal eine Truhe. Seht, da habe ich nämlich auch vergessen einzusammeln. Hier oben ist auch nochmal eine Truhe. Geschweige denn, wir kommen hier mal hoch. Findet ihr nämlich auch gleich noch mal ein paar Schemas. Ja, jetzt bin ich auch schon wieder überladen. Dann werde ich hier noch mal kurz mal was raushauen. Alter, ich habe hier noch so viele Sachen zum Verticken. So. Reichlich Kohle. Doch Platz im Inventar. Easy. Warte mal, geht's hier lang? Hier war die irgendwo. Mein Problem war, ich habe die Truhe schon komplett eingesammelt, bevor ich wusste, was drin ist. Also demnach, hier haben wir auch die Truhe. Hier, wenn er die Truhe öffnet, da findet ihr fast die zwei kompletten Sets drin. Hier habt ihr dann halt dementsprechend noch mal ein paar Bonus-Truhen. Ja, und ich wünsche euch demnach viel Spaß beim Einsammeln. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Guide, bis zum nächsten Video. Haut rein.